Moin moin Leute, mein Name ist Refazer und im heutigen Dokkan Battle Video geht es eigentlich um eine kleine Diskussion. Das heißt, ihr seht ein bisschen Gameplay von mir, wie ich Ella Goku farme. Ja, ich bin auch immer noch dabei, aber mir macht es auch Spaß, so ein bisschen was zu farmen. Und ich freue mich sehr auf den Ella Goku, denn ich werde den dann auch in so einem Tag-Team vorstellen, um euch zu zeigen, warum das eigentlich einer der besten Free-to-Play-Einheiten in dem Spiel ist und zusätzlich auch eine sehr, sehr gute Einheit in Tag-Teams. Das heißt, ihr farmt ihn jetzt nicht einfach nur, dann habt ihr den im Account rumliegen. Er kann gerade für Spieler, die keine Bomben-Tag, kein Bock im Tag-Team haben, eine sehr gute Einheit sein. Aber in dem Video geht es eigentlich um was anderes. Es geht um die Meta und um die kommende Meta, beziehungsweise die neue Meta in Dokkan Battle und warum ich diese wirklich sehr, sehr gut finde. Meta, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ist einfach eigentlich ein bisschen schwer zu definieren, aber ich erkläre sie am liebsten so. Die Meta stellt dar, was am besten in dem Spiel aktuell möglich ist. Das heißt, wie ihr eure Teams aufbauen solltet, um das Bestmögliche erreichen zu können. Das heißt, die stärksten Teams zu bauen, so nach den Gegebenheiten, die das Spiel bietet. Damit ihr es vielleicht ein bisschen besser versteht mit einigen Beispielen. Als Dokkan Battle rausgekommen ist, gab es die eine Meta. Und die Meta war damals, dass die Leader Skills plus 3 Ki und plus Angriff gegeben haben. Sowas wie der Super Saiyajin 3 Agility Goku oder auch zum Beispiel der Super Gogeta, den STR, der plus 3 Ki auf alle gegeben hat und plus 3000 Angriff. Und selbst der LA Goku passte zu dieser Meta, denn er gibt ja auch allen Typen plus 3 Ki und ich meine auch plus 3000 Angriff. Dann hat sich die Meta ein bisschen geändert. Sie haben diese Godleads, wie sie genannt wurden, eingeführt. Das bedeutet, die bestmöglichen Teams waren nicht mehr mit den Leadern, sondern mit den Leadern, die euch plus Key und auch noch zeitgleich Attribute gegeben haben. Heißt Angriff, Verteidigung und, was ist das letzte? Und Leben natürlich. Und meistens ist es so plus 3 Key und im Dokkan Awakening Status gab es plus 70 an Leben, Angriff und Verteidigung von diesen Leadern. Sowas wie der Super Vegito Agility oder auch den Tech Gotenks. Super Saiyajin 3 natürlich, nicht den anderen. Und jetzt, durch die Einführung von Super Saiyajin 4 Gogeta oder Gogeta oder wie ihr ihn auch mal aussprechen wollt, und auch den physischen Omega Shenron, ist ja mehr oder weniger eine neue Meta eingeführt worden, die bei uns in Global noch nicht aktiv ist, aber hoffentlich demnächst kommt. Wann? Ich weiß es leider nicht. Ich hoffe zeitnah. Auf jeden Fall, diese Meta basiert auf Kategorien. Kategorien sind Sachen, die die Karten jetzt alle nach und nach bekommen und sie gehören zu einem bestimmten Cluster von Karten. Als Beispiel, bei den Super Saiyan 4 Gogeta ist es ja so, dass Fusionstanzcharaktere von ihm diese ganzen Attribute bekommen, aber Tech-Charaktere auch. Ich meine, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber Tech-Charaktere kriegen plus 90, also plus 1 Key oder 2 Key. Plus 90 auf die ganzen Attribute. Wenn es aber Fusionstanzcharaktere sind, bekommen sie plus 150% Attribute, egal ob sie super oder extrem sind. Das war noch die Meta, die dazwischen gekommen ist, die habe ich gerade fast übersprungen. Super Saiyajin 4 Goku oder auch Vegeta haben ja auf Supertypen STR oder Agility jeweils dann plus 120% Attribute gegeben. Das war so die Erweiterung. So, und mit der neuen plus 150 ist es aber so, dass es eben nicht einfach nur ein Typ von Karte, das heißt Agility, Tag oder Int etwas gibt, sondern eine Kategorie von Karte. Und warum finde ich diesen Approach sehr gut? Weil meiner Meinung nach dadurch extrem viele Karten, die wir in unserer Box haben, SSRs, URs, Karten, die aktuell einfach nicht zu gebrauchen sind, weil sie einfach nicht mehr so gut sind wie neue Karten, die rausgekommen sind, wieder relevant werden. Was meine ich damit? Die neue Karte, die angekündigt ist, ist ja der STR Mystic oder Ultimate Gohan. Man geht ganz stark davon aus, dass es wieder eine Leader-Karte sein wird, die in diese neue Meta, in die Kategorien-Meta reinpasst. Das heißt, er könnte allen Charakteren, die Power Bestowed by God als Link-Skill zum Beispiel haben, das wäre, wenn ich mich nicht irre, der Gohan selbst, und ich weiß, Vegito hat ihn zum Beispiel auch, den könnte er halt diesen plus 150% Attribut geben, weiterhin aber STR-Karten immer noch diesen 90% Attribut. Das heißt, ihr könntet das immer noch so ein bisschen mischen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel Karten von damals, die ihr nicht mehr nutzt, einfach wieder reinpacken und sie werden relevant, um richtig coole Teams aufzubauen. Ich gehe aber davon aus, dass es gar nicht Power Bestowed by God sein wird, sondern sowas wie Dragon Ball Z Buu Arc, weil bei den Shadow Dragons, beziehungsweise bei Omega Shenron, den physischen, ist es ja nicht nur Shadow Dragon, sondern Shadow Dragon Arc. Das heißt, Charaktere wie der Super Saiyajin 4 Vegeta verfällt da rein, der Super Saiyajin 4 Gogeta fällt da rein, aber auch andere Charaktere wie Pan, wie auch Trunks, glaube ich, teilweise. Das heißt, Leute, die ihr eigentlich gar nicht nutzen würdet, könnt ihr mit diesem Charakter als Lead immer mit reinpacken und richtig coole Teams zusammenbauen. Bei Gohan, wenn ich nur daran denke, okay,
Dragon Ball Z Buu Arc. Das heißt, wir könnten ein Team bauen mit Gohan, mit einem Super Buu, sogar mit Buhan, weil er auch aus dem Arc war. Mit dem Gotenks in allen Phasen, das heißt nicht Super Saiyajin, also normal Baseform, mit den Super Saiyajin Gotenks, sogar mit vielleicht eine neue Karte von Gotenks und Trunks oder bestehende SSR-Karten von Goten und Trunks in ihrer Baseform oder als Super Saiyajin, weil sie halt in diesem Arc auch vorgekommen sind. Sogar vielleicht mit Mr. Satan oder Videl. Das heißt, diese Karten würde relevant werden, weil sie durch den 150% Attributboost wirklich Schaden machen würden und einfach ihre Passiv plus den neuen Schaden, den sie durch den Attributboost bekommen, sie besser machen als andere Karten, die wir immer wieder nutzen. Und das ist das, was ich glaube, was Dokkan Battle jetzt braucht. Nicht unbedingt einfach nur neue Karten rausbringen, sondern Rebirths von den alten Karten. Das haben sie jetzt öfters gemacht. Ein Rebirth ist einfach nur, wenn sie eine alte Karte nehmen, die eigentlich kein Dokkan Awakening hat und denen Dokkan Awakening geben. Meistens ist es eben durch ein spezielles Event oder auch sogar durch den Hero Extermination Plan, wo ihr euch dann Medaillen dafür erfarmen könnt. Das heißt, ihr bekommt kein richtiges Dokkan Event nur für sie. Und ihr könnt sie einfach Dokkan Awakening, dadurch bekommen sie neue Link-Skills, neue Fähigkeiten oder werden grundsätzlich einfach besser und dadurch relevanter für Teams. Und ich hoffe sehr, dass sie jetzt mit dem neuen Gohan, der erstmal für JP, wie gewohnt nur angekündigt ist, aber irgendwann auch zu uns kommt, dass sie diese Kategorien weiterführen und dass wir dann vielleicht in 2-3 Monaten ein paar richtig coole Lieder haben, wo ich eben auch alte Karten, die ich gar nicht nutze, die ich aber gezogen habe, die einfach irrelevant geworden sind, dass ich diese auch wieder in Teams reinbauen kann, damit das Ganze wieder ein bisschen spannender wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie einfach sagen, hört mal zu, wir nehmen einfach mal so eine Bardock-Karte, machen ihn auch zu so einem Kategorienlieder und dann können wir richtig coole Wehraffen-Teams aufbauen. Oder wir nehmen Muten Roshi und geben ihm auch so ein Kategorienlied und können vielleicht Turtle School Kategorien oder Original Dragon Ball Kategorie oder sogar vielleicht sowas wie World Tournament Kategorie, wobei ich glaube World Tournament Kategorie hat jemand schon. Denn es gab ja schon diese PT-PT-Kategorie und die World Tournament-Kategorie, genau, das war der Super Saiyan 2, der im Weltturnier stattgefunden hat. Das waren aber Kategorien, wo sie einfach nur Boni auf bestimmte Stages bekommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt Lieder rausbringen, die genau diese Kategorien aufgreifen und dann die ganzen Karten wieder relevant machen und damit wir einfach mehr Spaß haben und ein bisschen flexibler sind. Das heißt, dass nicht jeder sagen muss, okay, ich muss einen Super Saiyan 4 Goku haben, ansonsten schaffe ich die neuen Events gar nicht, sondern dass er einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt gerade so eine richtig coole Liederkategorie gezogen, Karte gezogen. Ich habe aber in meinem Account noch richtig coole Karten, die levele ich jetzt hoch und probiere einfach ein bisschen aus, wie diese Teams funktionieren. Und das ist das, worauf ich mich wirklich freue und wo ich wirklich hoffe, dass die Meta jetzt langsam in diese Richtung geht. Denn einfach nur immer wieder neue Karten rauszubringen, die einfach einen Typen oder Super oder Extreme immer wieder plus Ki und plus Leben, plus Leben, plus Leben, Angriff, Verteidigung geben. Ich glaube, das würde mit der Zeit ein bisschen zu langweilig werden und gerade alte Karten, die wir immer noch in den Bann anziehen, würden so irrelevant sein, dass viele die Lust verlieren würden, weil sie einfach nicht diese Karten bekommen, die aktuell eben diese Top-Tier-Karten sind. Das ist so meine Grundeinstellung zu der neuen Meta und natürlich, ich weiß, JP ist da ein bisschen voran. Global wird aber, glaube ich, schon ziemlich zeitnah aufholen und ich hoffe auch, dass wir irgendwann nun die Kategorien bei uns auch bekommen. Das muss Bandai Namco wirklich auf die Reihe bekommen, denn diese Aktion mit dem 2-Jahres-Geburtstag ging in Global ein bisschen nach hinten los. Aber meine Frage an euch ist natürlich, was haltet ihr davon? Sagt ihr, ja, das wäre cool. Würdet ihr euch freuen, wenn ihr halt alte Karten wieder rausholen könnt, um mit diesen Kategorien, die dann wirklich was damit anzufangen? Oder würdet ihr euch vielleicht freuen, dass die Meta komplett in eine andere Richtung geht? Habt ihr andere Ideen, wo ihr sagt, ja, das wäre doch auch richtig spannend und sich damit halt dann Teams zusammenzubauen? Ich sage sowas wie zum Beispiel Lieder, die gar kein Ki geben, aber vielleicht 200% auf Attribute und man muss mit Link-Skills viel mehr arbeiten. Oder Lieder, die nur Ki geben und dafür Link-Skills, die neu die Attribute verbessern. Es gibt einige Möglichkeiten und ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Natürlich gibt es auch noch die Ideen wie ein Multiplayer, wie Naruto es gerade bekommen hat und ähnliches, aber in diesem Video geht es mir eher um die Meta und um die Karten, die wir uns wünschen, beziehungsweise die Zusammenstellung, um bestimmte Teams aufbauen zu können und ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung dazu ist. Schreibt sie gerne natürlich wie rund unten rein und ihr könnt euch natürlich auch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan Battle Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.